Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben bei uns eine kleine Käserei eingerichtet mit allem, was so dazu gehört, um so ein Prachtsexemplar wie den Emmentaler herzustellen. Herr Iseli, mich nimmt es jetzt Wunder, wie viel Milch hat es denn in so einem 8 kg schweren Käse drin? Ca. 1000 Liter, also die tägliche Milch von etwa 50 Kühe. Aber die Milch wird jetzt nicht einfach so zu Käse, da tut man schon noch ein bisschen nachhelfen. Ja, da tun wir Lab- und Bakterienkulturen beimischen, die dort den Gerinnungsprozess auslösen. Sie haben uns hier ein paar Instrumente mitgebracht. Für was braucht man die? Das hier, das ist eine Käsharfe. Und das ist eine Kelle. Beides brauchen wir zum Rühren. Sobald die Galerte eine gewisse Festigkeit erreicht hat, verhauen wir mit der Käsharfe. Und jetzt sieht man, wie aus der Käsmasse die sogenannten Käskörner entstehen. Und mit dem Holzreif, Herr Iseli, da kommt dann der Käse die Form über? Ja, das ist richtig. Dem sagen wir die Erb. Und jetzt sieht man, wie der Käse aus dem Kessel gezogen wird und in diesem Holzreif unter die Presse kommt. Jetzt muss der Käse natürlich noch reifen. Das passiert dann im GOB-eigenen Käselager. Dort wird er von erfahrenen Fachleuten richtig gehegt und pflegt. Man sieht gerade, wenn er da gewaschen wird und dann kehrt. Und wie lange geht das, Herr Iseli? Circa 5 bis 12 Monate. Und während dieser Zeit wird natürlich der Käse ständig kontrolliert. Ja. Mit dem Käsebohrer stechen wir den Käse stechen und schauen, kontrollieren auf Geschmack und Aroma und schauen, ob er für den Kauf die richtige Reife erreicht hat. Aha. Ja, danke vielmals, Herr Iseli. Sie haben gesehen, dass man bei GOB alles macht für einen guten Käse. In Ihrem GOB-Center und GOB-Warenhaus gibt es jetzt den Satrap-Stabsauger Concord besonders günstig. Im Preis ist auch das praktische Zubehör inbegriffen und GOB gibt Ihnen 2 Jahre Garantie. Und jetzt präsentieren wir Ihnen aktuelle Frühlingsmode aus dem GOB-Warenhaus. Der bequeme Damenbläser in Leinenstruktur ist in verschiedenen Farben erhältlich. Dazu trägt man die passende Hose und eine modische Bluse. Ebenfalls in Leinenstruktur gibt es das Damenkleid auch in verschiedenen Farben. Morgen eröffnet das neue Supercenter im Volkiland in Volkertschwil. Nebst vielen Eröffnungsüberraschungen finden Sie im neuen Supercenter eines der grössten Frischprodukteangebote in der ganzen Region. Im Volkiland hat es übrigens auch ein GOB-Baucenter mit über 40'000 Artikeln für Hobby- und Profi-Handwerker. So, und jetzt schalten wir noch in die Studioküche zum GOB-Rezept dieser Woche. 3 berühmte Schweizer stehen heute bei uns im Mittelpunkt. Es sind das der Emmentaler, der Grierzer und der Appenzeller Käse. Wir machen Peperoni mit einer Käsefüllung. Grüne und rote Peperoni haben wir der Länge nach halbiert, die Kerne rausgenommen, die Stiel abgeschnitten und jetzt blanchieren wir sie im Salzwasser. Aus grob geriebenem Grierzer, Appenzeller und Emmentaler Käse mit Rahm, Eier und verschiedenen Gewürzen haben wir eine Masse zubereitet, die wir jetzt in die Peperoni füllen. Im vorgeheizten Backofen 20 bis 30 Minuten backen. So lange, bis die Käsefüllung fest und hellbraun ist. Dann servieren wir unsere Peperoni mit einem Trockenreis. Das Rezept steht in der GOB-Zeitung von dieser Woche. Einen guten. So, das wäre es wieder mal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und was Sie bei GOB von morgen an wieder günstig einkaufen können, das sehen Sie gerade anschliessend. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei GOB gibt es jetzt einen Frühlingsblumenstrauß für nur 3,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOB 1 Kilo ausländischer Bienenhonig Flora Miel statt 5,40, jetzt nur 4,40. Geräucherten Magerspeck in Portionen von 200 bis 300 Gramm, das Kilo statt 10,50, jetzt nur 7,80. 100 Gramm 1 A-Tilsiter-Käse, nur 1,19. 100 Gramm Schweizer Edammer-Käse, nur 1 Franken. 1 Kilo Weissmehl statt 1,75, nur 1,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Sanguinelle-Orange aus Italien 2 Kilo, nur 2,20.
und 4 Kilo nur 4,20. Auf Wiedersehen.